Ach, ich wünschte, ich könnte das hier jetzt so vorspulen. Ja, danke für das leckere Scheißding. Gut, jetzt führen wir mal die kleine Führung zu Ende, wie man Geldsack überspringt. Gut, Boss gehauen, Libelle voll, nix hier rein. Spyro, ich weiß, dass du mir nicht vertraust. Ja, ich vertraue dir auch nicht. Bla bla bla, jetzt mal. Okay. Ordentlich wie ich bin, habe ich inzwischen 101 Eier. Oh ja, so viele Eier braucht ein Mann. Ich fange als erstes den Eierdieb hier, weil sonst kommt Geldsack, glaube ich, gar nicht erst raus, wenn wir es geschafft haben. Der ist eh nicht schwer zu kriegen. Wusste ja. So. Da bin ich schon. Gut, ich gehe zunächst in die Welten, in denen Geldsack auftaucht. Sind nur zwei. Und dann haut die Zauberin, aber ich schneide das raus, weil ihr eigentlich wisst, wie der geht, der Kampf. Let's Play angucken, dann wisst ihr es. Nicht ständig fragen, sondern guckt euch mal an. So. Ja, ich bin zwei Rogers. Und was für ein Schiss der hat. So. Erstmal das Plippen, was mich hier Aua tun kann. Das ist eigentlich schon geschafft. Wenn ich jetzt gut bin, schaffe ich es, darüber zu kommen. Wenn ich gut bin, ich date dafür. Ich habe heute so extreme Probleme. Ne? Ich habe nochmal Heroes 2 aufgenommen. Ox must die. Nein, ich war so nah dran. Okay. Und schon bin ich hier. So. Jetzt kann ich mir alles holen, was hier hinter ist. Hinter der beknackten Wand. Die Geldsack ja bewacht. Das war, was ich die gefunden habe, aber nicht verbrannt. Danke. Da ist die Wand. Da würde er eigentlich hinterstehen, aber ich bin so ein fieses Arschloch. Ich bin einfach dran vorbei. Ich bin da so. Na gut, das ist an sich schon die Sache, wie man hier durchkommt. Viel gibt's da halt nicht zu tun. So, Lara Croft. Die echte Lara Croft hatte schon nicht so einen großen Busen. Also warum hat die hier so einen großen Busen? Und ich folge ihr! Aber schon lustig. Gut, die andere Welt, in der er ist, ist, glaube ich, die Kristallinseln. Wenn ich mich recht erinnere. Ansonsten eigentlich nichts weiter. Mal sehen, dann werden diese Katakomben, aber da taucht er gar nicht auf. Die Dinomin, der taucht da auch nicht auf. Und sowieso taucht er nicht in der Flugwelt auf oder in der Super-Bonus-Welt. Aber ist das praktisch, also muss ich wirklich nur noch hier rein. Und weit muss ich eigentlich auch nicht. Er wartet ja eigentlich nur an einer gewissen Stelle. Ich kann aber schnell bis zu der Stelle vorlaufen. Das ist kein Problem. So. Dann kommt ihr Jungs. Eieiei. Arschlöcher! Ja.
bei den Straßenlaternen ignoriere ich da einfach mal. Na. Schöner. Da ist die Schildkröte. Die immer noch komisch klingt. Ja, zeig mir deinen Zaubertrick, du. Das ist ein Spielertrickser. Gut. Den werden einfach mal ignoriert. Yeah. Ach, komm einfach. Er macht den Wirbelsturm. Okay. State mal wieder. No. So, hier oben stehe ich schon mal. Schmeiß bis dahin hin. Oh, das ist knapp, aber es sollte gehen. Ja, ja, das geht. Das geht. Und schon haben wir Geldsack auch hier übersprungen. Leck mich im Arsch! Ich denke, ich kann. So. Ich spiele mal schön voraus zum Idioten da hinten, damit ich das zu nach Hause fertig machen kann. Und dann ist die ganze Geschichte schon beinahe gegessen. Und dann zeige ich nur noch einmal her, wie es aussieht, wenn man Geldsack kloppt, ohne dass man ihm Geld gegeben hat. Würde ein bisschen das dafür uns überhaben? Nein. Das werden wir gleich wissen. Nur noch Zauberin hauen. Also, bis gleich. Ja. Oh ja, stimmt, ja. Vorwärts. So, da wären wir also wieder. Geldsack! Du hast deinen Arsch, den ich verprügeln möchte. Keine Sorge, Spyro. Ich brauche kein Geld mehr von dir. Jetzt guck aber nicht so überrascht. Ich habe eins der Dracheneier gefunden und werde es in Avala für ein Vermögen verkaufen. Oh, warum guckst du mich... Ach, du wirst die Kohle brauchen, jetzt wo ich dich gar nicht bezahlt habe. Lass uns ein bisschen Zeit. Ich will ihn rennen sehen. Ich gebe mir nicht mal Mühe zu laufen. Ich gebe mir Mühe, ihn nicht zu treffen. Na gut, aber jetzt reicht's. Oh, der kann umdrehen. Das habe ich ja noch nie erlebt. Ha, das seht ihr. Wenn man ihm nichts abkauft, dann gibt er einem auch gar kein Geld wieder. Ja, praktisch, weil sonst hat man eigentlich viel zu viel Kohle. Gut, dann geht ihm zum spukenden Simpel zurück. Wir bekommen R. Ja, verdünnisier dich nur, bevor ich richtig loslege. Also, und jetzt geht's ab zu Agent 9. Der da steht, wie im Let's Play. Als ich das gemacht habe. Nur, dass ich Geldsack nicht übersprungen habe. Es ist genau derselbe Fehler. Keine Sorge, Spyro, ich brauche kein Geld mehr von dir. Jetzt guck aber nicht so überrascht. Ich habe eins der Dracheneier gefunden und werde es in Avala für ein Vermögen verkaufen. Und warum guckst du mich so an? Ich muss los. Wiedersehen. Normalerweise glotzt Spyro den nur doof an. Man kann nichts machen. Aber das macht auch nichts. Ist jetzt nämlich scheißegal, ich hab's geschafft. Das war's, wie man Geldsack überspringt. Bis dahin oder irgendwo oder was. Und ab in die Hölle und. Yay! Let's die! Tschüssi!